die Straßenbahnlinie 903. 45 Haltestellen erstrecken sich auf ihrem Weg zwischen Dinslaken und Hüttenheim. Am Montag kam es dann zu dem schweren Unfall. Eine 18-Jährige wurde in der hinteren Tür eingeklemmt. Diese wollte sie noch für ihre Schwester aufhalten. Ein fataler Fehler. 420 Meter wurde die junge Frau von der Bahn mitgeschliffen. Warum sich die Tür geschlossen hat, obwohl ein Hindernis da war, kann die Sprecherin der DVG Anna-Maria Preuß nur vermuten. Wir hatten es hier ja mit keiner klassischen Einstiegssituation zu tun. Das heißt, die Türen wurden künstlich blockiert. Wie es nun tatsächlich dazu kam, dass die Frau sich unglücklich irgendwie dort im Türbereich verkantet hat, eingeklemmt hat, können wir derzeit noch nicht sagen. Das werden die Ermittlungen der Polizei ergeben. Die Bahn war nach dem Unfall direkt zum Betriebshof gebracht und untersucht worden. Technische Mängel gab es keine. Anna-Maria Preuß veranschaulicht das Sicherheitssystem an einer baugleichen Bahn. Zwei voneinander unabhängige Lichtschranken sorgen horizontal und vertikal dafür, dass sich die Türen bei einem Widerstand nicht schließen. Und auch in den Gummilappen sind elektrische Schaltleisten, die den Widerstand spüren. Warum das Notfallsystem der 18-Jährigen am Montag nicht geholfen hat, obwohl technisch alles in Ordnung war, bleibt reine Spekulation. Fest steht, dass auch die Fahrerin nichts bemerkt hatte. Die Fahrerin befindet sich im Schockzustand. Wir werden sie im Laufe dieser Woche dazu detailliert befragen, um uns auch ein Bild aus ihrer Sicht machen zu können. Möglicherweise hat es sich so dargestellt, dass ihr Sichtfeld im Rückspiegel verdeckt war, zumal sie ja auch ein Abfahrtssignal erhalten hat. Das heißt, für sie war in dem Moment klar, die Türen sind geschlossen, deswegen ist sie losgefahren. Aber alles Weitere wird sich dann auch zeigen, wenn wir mit der Fahrerin gesprochen haben. Während Polizei und DVG den Unfallhergang klären müssen, machen sich die Fahrgäste ihr eigenes Bild. Den Straßenbahnen ist es auch oft so, dann, wenn Rollstuhlfahrer kommen, die sind halb in der Türe, dann werden die Türen zugemacht. Die gucken gar nicht, ob Rollstuhlfahrer reinkommen oder behinderte Leute. Wenn ich mit der Straßenbahn fahre, bisher ist da noch nichts passiert. Wenn da viele einsteigen, bleibt die Tür auch offen. Nur wenn du mal zu spät kommst und natürlich schlecht zu Fuß bist, dann kann das schon mal passieren, damit der Schaffner da nicht richtig darauf achtet und die Tür fällt zu. Nein, ich habe nur gestern eine junge Frau gesehen, auch hier an der Haltestelle, die stand sehr nah im Eingangsbereich. Und da habe ich passend auf ihre Beine auf und die hat dazu abgetan, so nach dem Motto, ich kenne mich gut aus und mir passiert so nichts. Und dann ist sie auch ganz galant ausgestiegen, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht. Ne? Gedanken muss sich jetzt auch die DVG machen. Wir bedauern diesen Vorfall außerordentlich und sind sehr erschüttert darüber, was passiert ist und werden auch die Arbeit der Polizei unterstützen. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, muss noch geklärt werden. Das Opfer liegt derzeit im Krankenhaus.